Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal zwischen 1000 Zeilen. Ich habe wirklich schon ewig keinen Tag mehr gemacht, aber ich hatte heute Lust, ein paar buchige Fragen zu beantworten und habe mir den Sommertag ausgesucht von Melanie Liest und Bücherengel. Die haben den Tag ja in zwei Teilen gemacht für das BookTube Sommercamp und es gibt 13 Fragen rund um Sommer und Urlaub und so weiter. Und teilweise haben die Fragen auch noch untergeordnete Fragen und so weiter. Deswegen geht's direkt los. Ich habe zwei Unterfragen nicht beantwortet, aber das sehen wir dann, wenn wir dahin kommen. Frage 1 zum Reisefieber. Welches Buch hatte ein besonderes Setting und hat dir Lust gemacht, dorthin zu reisen? Ich habe da ganz spezifische Erinnerungen an die Dan Brown Bücher. Ich finde, Dan Brown hat seine Bücher in so unterschiedlichen Städten angesiedelt. London und Paris und Washington und Florenz und Bilbao und so weiter. Es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Settings. Und ich hatte bisher schon zweimal das Glück, ein Buch zu lesen, entweder sogar in der Stadt, in der es spielt, also ein Dan Brown Buch, oder das Buch zu lesen und relativ zeitnah im Anschluss in die Städte zu reisen, die das Setting für die Bücher sind. Und das hat total dazu beigetragen, dass ich die Bücher in lebhafter Erinnerung habe und dass ich die Städte dann auch noch mal anders genießen konnte, weil ich halt so diesen geheimnisvollen Dan Brown Charakter im Hintergrund hatte. Die zwei Bücher von Dan Brown, die ich gelesen habe und zeitgleich oder die ziemlich direkt danach dann auch in die Stadt gereist bin, in der die spielen, sind Das verlorene Symbol und Inferno. Das verlorene Symbol habe ich auf meiner USA-Reise gelesen, als Hörbuch gehört, glaube ich sogar. Und zwar während ich in Washington DC war. Und da spielt die Stadt nicht so eine riesige Rolle wie in den anderen Büchern von Dan Brown. Aber es gibt halt immer wieder Anspielungen auf die Stadttopographie und auf Denkmäler in der Stadt und so weiter. Und das war natürlich total toll, die Geschichte im Ohr zu haben und dann echt durch die Stadt zu laufen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und das zweite war Inferno von ihm. Das startet in Florenz und endet in Istanbul. Und beide Städte, wie war denn das? Ich glaube, ich war in Flo, nee, ich habe es erst gelesen und war dann in Florenz und dann auch in Istanbul. Und man hat natürlich so, wenn der Robert Langdon in der Stadt herumläuft, um Spuren zu verfolgen oder um bestimmte kunstgeschichtliche Schätze anzuschauen. Das ist natürlich immer im Hinterkopf, wenn man dann durch die Stadt tatsächlich geht. Und wir haben uns hier auch von Inferno tatsächlich diese Todesmaske von Dante angeguckt und so weiter. Also es war richtig toll und er hat dazu beigetragen, dass ich beide Bücher in lebhafter Erinnerung behalten habe. Frage 2 zum Wärmegewitter. Welches Buch hat dir bis zum Schluss gut gefallen und dann warst du doch vom Ende enttäuscht? Das ist mir schwer gefallen, da die Falle von Melanie Rabe zu nennen, weil ich dieses Buch wirklich sehr, sehr gut finde, obwohl mir das Ende nicht hundertprozentig gefallen hat. Und ich meine nicht mal die Auflösung am Ende, sondern es kam zum Höhepunkt, zur Auflösung und dann gab es noch so ein mini-ausfaserndes Ende danach. Und das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Also rundherum ist die Geschichte toll, aber es gab sozusagen noch so einen Nachschub, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte. In die Falle geht es um die Bestsellerautorin Linda Konrads, die völlig zurückgezogen in einem sehr großen und luxuriösen Haus lebt. Linda ist in Angst und Trauer gefangen, weil sie vor vielen Jahren den Mord an ihrer Schwester bezeugen musste, beziehungsweise dazu kam, als ihre Schwester gerade ermordet worden war und sie hat den Täter auch damals weglaufen sehen. Und jetzt, nach vielen Jahren, in denen sie sich zurückgezogen hat, glaubt Linda im Fernsehen den Täter von damals, der nicht gefasst wurde, erkannt zu haben. Und sie will ihm eine Falle stellen und schreibt einen Kriminalroman, in dem es um den Mordfall an ihrer Schwester geht und so weiter und will sozusagen damit die Aufmerksamkeit dieses Mörders auf sich ziehen. Ich habe zu dem Buch auch schon eine Rezension gedreht. Ich fand es sprachlich
überragend. Ich habe lange nicht mehr im Unterhaltungsbereich sowas Wunderbares Sprachliches gelesen. Ich fand, dass es sehr gefühlvoll geschrieben war. Die Linda hatte hatte ein ganzes Spektrum an Gefühlen in ihrem Kopf, von Panik, Trauer, Wut, Hilflosigkeit, Aktionismus und so weiter. Das kam alles wunderbar rüber. Ich kann euch das Buch total empfehlen. Mir hat, wie gesagt, die Auflösung an sich auch gefallen. Und dann gab es noch so einen Nachschub, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Deswegen gilt das jetzt mal als Antwort. Aufgabe 3. Eine Kugel Eis für 2 Euro. Welches Buch ist sein Geld nicht wert? Ich weiß, dass das eine heftige Diskussion gibt und dass es Für- und Widerargumente für beide Seiten gibt. Ich ärgere mich immer wieder über E-Book-Preise, vor allem auf dem deutschen Buchmarkt. Und zuletzt habe ich mich wirklich sehr darüber geärgert, dass die Neuerscheinung von Simon Beckett, Die ewigen Toten, Anfang des Jahres erst nur in gebundener Variante rauskam und halt noch als E-Book. Und die gebundene Ausgabe hat, glaube ich, 22 Euro oder 25 Euro gekostet und das E-Book auch 20 Euro. Und ich kann das irgendwie nicht rechtfertigen. Also ich weiß, dass man sozusagen nicht die Hülle kauft, sondern die Geschichte. Und dass die Geschichte dem Verlag offensichtlich 20 Euro wert war. Und ich fand die Geschichte ja auch gut. Aber ich finde irgendwie den Preisunterschied zwischen einem echten Objekt und einer elektronischen Datei, den kann ich nicht rechtfertigen, wenn dann der Preisunterschied minimal ist. Da habe ich mich sehr drüber geärgert und kann den Ärger auch nicht so richtig loswerden. Ich habe sofort an dieses Buch gedacht, als ich die Frage gehört habe. In den Büchern von Simon Beckett geht es um den forensischen Anthropologen David Hunter, der immer wieder als wissenschaftlicher Experte zu Mordfällen hinzugezogen wird, wenn die Gerichtsmedizin an ihre Grenzen kommt und die Anthropologie dazukommen muss. Und gerade seine wissenschaftliche Expertise macht die Ermittlungsarbeiten immer besonders spannend und ungewöhnlich für mich. Und was ich eben total toll finde, dass Simon Beckett unglaubliche Settings erschaffen kann. Also ob das nun eine Moorlandschaft ist oder ein Flussdelta, wo es so ganz viele verzweigte Bäche gibt oder eine abgelegene Insel oder wie hier in Die ewigen Toten ein stillgelegtes Krankenhaus, in dem im Dachgeschoss eine Leiche gefunden wird. Und als der Dachstuhl dann bei den Bergungsarbeiten einstürzt, nicht nur diese eine Leiche gefunden wird, sondern noch mehr in diesem stillgelegten Krankenhaus. Tolle Settings, richtig super, aber den E-Book-Preis kann ich eigentlich nicht so stehen lassen. Aufgabe 4 zur Sommergrippe. Bei welchem Buch musstest du leiden oder hattest Schmerzen? Ich habe sofort an Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Sherry gedacht. Das ist wirklich in diesem Jahr, glaube ich, das Buch, bei dem ich die meisten Tränen vergossen habe. Das ist wirklich, ich sage das immer wieder, ich habe, glaube ich, an einem Punkt bei so 35% oder 37% des E-Books angefangen zu heulen und habe dann durchgeflennt. Es gab immer mal so halbe Seiten, wo ich mich beruhigen konnte, aber danach lief es wieder und es war gar nicht so ultra traurig die ganze Zeit, sondern es war richtig, es hat so viel Mitgefühl in mir hervorgebracht für alle beteiligten Figuren mit 2 Ausnahmen, würde ich mal sagen. Aber irgendwie alle beteiligten Haupt- und Nebenfiguren hatten so schweres Gepäck zu schleppen und haben sich trotzdem so aus ihrer Situation raushiefen wollen und waren dabei so bewundernswert, dass ich die ganze Zeit geheult habe. Das würde ich jetzt nicht als Schmerzen bezeichnen und es hat ja auch Spaß gemacht, so gefühlvoll zu lesen, aber ich habe halt an das Leiden gedacht beim Lesen. In Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Sherry geht es um Jasmine und Elliot, die eine wirklich bezaubernde, süße, ganz harmlose Jugendliebe teilen und dann an einem Punkt vor allen Dingen durch äußere Umstände auseinandergerissen werden. Und nach ein paar Jahren kehrt Jasmine in die Stadt zurück, in der die beiden früher gelebt haben und will an früher anknüpfen, trifft dann aber auf einen völlig veränderten Elliot und muss so langsam aufdecken, was überhaupt passiert ist, muss auch sich um sich selber kümmern. Die hatte nämlich auch ziemlich schwere Jahre hinter sich und ja, es geht ganz viel darum, sich selber zu finden, wieder zueinander zu finden. Es geht um Familie und Heimat und es war jedenfalls wirklich richtig zum Heulen.
Okay, Frage 5 ist die, die auch noch aufgesplittet ist zu Reiseverkehrsmitteln. Erzähle von einem Buch, das hauptsächlich in einem Flugzeug, einem Zug, auf einem Boot oder in einem Auto spielt. Und zu einem Zug ist mir nicht wirklich was eingefallen und zu einem Flugzeug, doch zu einem Flugzeug auch, ach, und noch zu einem Bus. Woman in Cabin 10 von Ruth Ware spielt hauptsächlich auf einem Schiff und zwar auf einer Luxusjacht und die Journalistin Lo wird dorthin eingeladen, um mit dem Inhaber des Schiffs, seiner Frau und einigen seiner Bekannten eine kurze Reise zu verbringen und diese sehr schillernde Persönlichkeit des Inhabers zu interviewen. Sie beobachtet dann, wie eines Nachts eine Frau über Bord geworfen wird. Die Frau wird allerdings nicht vermisst. Alle, die eigentlich an Bord des Schiffs sein sollten, sind noch da. Also es gibt keine Erklärung, wer die Frau gewesen sein soll. Und es glaubt ihr auch so nicht so richtig jemand. Und Lo glaubt aber ihren eigenen Augen und will jetzt rausfinden, wer die Frau war, die da über Bord geworfen wurde. Gleichzeitig befindet sie sich natürlich potenziell auch noch mit dem Mörder an Bord. Und ich finde, das war das, was mir am besten an dem Buch gefallen hat. Das war dieses ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel auf diesem engen, begrenzten Raum, wo niemand wirklich weg kann. Und das Boot war einfach auch total toll beschrieben mit verschiedenen Türen und es hatte fast so ein bisschen was wie Agatha Christie-Settings, wo man ja auch manchmal das Gefühl hat, in einem Haus gibt es so viele Türen und hinter jeder versteckt sich ein Geheimnis und wenn man nur gerade den richtigen Moment erwischt, erwischt man jemanden und kann irgendwie weiter theoretisieren und so weiter. Und was natürlich auch spannend ist, sind, welche anderen Figuren noch mit an Bord sind und man kann so mitraten, was es mit dem Fall auf sich hat. Hat mir gut gefallen, spielt an Bord eines Schiffs. In die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick von Jennifer E. Smith treffen wir auf Hadley, die ein Flugzeug nimmt, um zur Hochzeit ihres Vaters zu fliegen, mit dem sie schon eine Weile lang ziemlich angespannten Kontakt hat und in dieser Hochzeit jetzt Brautjungfer sein soll, da aber keine Lust drauf hat. Und im Flugzeug trifft sie auf Oliver, der eigene Gründe hat, dorthin zu fliegen, wo die beiden hinfliegen. Und die beiden kommen ins Gespräch und haben Chemie und können irgendwie viel miteinander teilen. Es ist einfach auch ein sehr langer Flug. Und ja, es ist einfach so eine, wieder so eine Geschichte, wo man auf engem Raum keine Chance hat, voneinander zu fliehen. Und hier ist es halt so, dass es positive Ergebnisse gibt, nämlich dass die sich so langsam näher kommen. Auf jeden Fall eine sehr süße Sommergeschichte, die für mich nicht den Anschein von so einer unglaubwürdigen Insta-Love hatte. Und Amy and Rogers Epic Detour auf Deutsch, Amy on the Summer Road, dreht sich um einen Auto-Roadtrip. Amys Vater ist vor einiger Weile ums Leben gekommen und ihre Mutter ist nun weggezogen. Und Amy soll das Auto der Familie jetzt überführen hin zum neuen Wohnort der Mutter. Und ihr zu Hilfe kommt dann Roger, ein Freund der Familie. Und die beiden fahren sozusagen mit diesem Auto an den neuen Wohnort, zum neuen Wohnort der Mutter und nehmen aber nicht die direkte Strecke, sondern kommen immer wieder auf Abwege und lernen sich dabei besser kennen. Das Buch ist total toll aufgebaut. Es gibt auch immer Playlists und so kleine Schnipsel, wo die beiden sich gerade aufhalten. Es gibt Landkarten und so weiter. Jetzt nicht viel, aber es gibt immer so kleine Häppchen, die das Buch noch so ein bisschen besonders machen. Ich finde, dass die beiden sehr langsam sich näher kommen. Und wie gesagt, auf diesem engen Raum im Auto auch nicht wirklich voneinander sich verstecken können. Auch das fand ich richtig süß. Und hier in dem Fall halt anders als bei der Flugzeuggeschichte auch noch mit tollem Setting drumherum, mit Sachen, die die beiden besichtigen, sich angucken, besuchen und so weiter. Aufgabe 6 zum Reisegepäck. Du kannst spontan auf eine Reise gehen und im Koffer ist noch Platz für 3 Bücher. Welche 3 Bücher von deinem Sub packst du spontan ein? Also erstmal würde ich nicht 3 Bücher mitnehmen, sondern einfach meinen Kindle und hätte dann mehr Platz für, keine Ahnung, 300 Bücher. Ich würde die Neuerscheinung The Magnolia Sword von Sherry Thomas einpacken, die ist in der vergangenen Woche erschienen und ist eine Nacherzählung, eine Adaption von Mulan, auf die ich sehr gewartet habe, auf die ich total Lust habe, der ich aber auch
genug Platz geben will, aber das ist jetzt nicht eine Geschichte, die ich mal eben zwischen Tür und Angel lesen will, und ein Urlaub wäre natürlich total gut dafür. Mehr als dass es eine Mulan-Neuerzählung ist, weiß ich über das Buch auch nicht, hab da aber total Lust drauf. Das zweite Buch, was ich mitnehmen würde, ist The Kingdom von Jess Rothenberg, und das ist ein Buch, was ich relativ neu entdeckt habe. Das ist im August auch gerade als deutsche Übersetzung erschienen, und da geht es um einen Freizeitpark wie Disneyland oder Disney World, was auch immer, so eine Art von Freizeitpark jedenfalls. Und die Prinzessinnen dort sind keine echten Menschen, sondern so biotechnische Maschinen, Roboter und so weiter. Und eine der Prinzessinnen soll dann angeblich jemanden umgebracht haben, was natürlich vollkommen gegen ihre Programmierung geht. Und es geht ganz viel um, was ist Bewusstsein, wie werden wir menschlich und so weiter. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe euch von dem Buch auch schon in meinem aktuellen Wunschlistenvideo erzählt. Das ist also wirklich ein Buch, was ich in nächster Zeit dann mal genießen will. Und als drittes Buch, was ganz anderes, Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Da geht es um den Ermittler Aiden Bishop, der in ein Anwesen eingeladen wurde, wo es einen Maskenball gibt. Und auf diesem Maskenball wird die Evelyn Hardcastle, titelgebende Figur, ermordet. Und Aiden soll herausfinden, wer der Mörder war und warum Evelyn umgebracht wurde. Und es gibt ein Problem. Solange Aiden den Fall nicht aufgelöst hat, wiederholt sich der Tag immer wieder. Also Aiden hat unzählige Chancen, den Mord aufzuklären. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Er ist nämlich in jedem wiederholten Tag nicht Aiden, sondern wacht am nächsten Tag immer in einer anderen Figur auf. Also es klingt für mich so nach Agatha Christie-Vibe, also ein Mordfall, bei dem es einen sehr begrenzten Kreis an Verdächtigen gibt. Und der Mordfall muss halt so aufgeklärt werden, aber es gibt halt diesen Twist mit den wiederholten Tagen. Ich habe zuletzt wirklich sehr gute Sachen über das Buch gehört und habe da sehr Lust drauf und würde es wahrscheinlich spontan mit in den Urlaub nehmen. Aufgabe 7 zum Sonnenschirm. Welches Buch stellt alle anderen in den Schatten? Und ich habe zwei Antworten, weil warum nur auf eine festlegen? Als erstes wollte ich euch nochmal Küss mich, Mistkerl von Sally Thorne ans Herz legen. Dazu habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gesprochen. Ich finde sowohl das deutsche Cover als auch den deutschen Titel total doof. Auf Englisch heißt es The Hating Game. Und ich habe zuletzt ja sehr, sehr viel von Love to Share geschwärmt. Und das ist auch immer noch mein Jahreshighlight im Bereich Liebesromanen. Aber es ist halt einfach erst ein frischer Favorit, und schon seit vielen Jahren liebe ich The Hating Game. Da geht es um Josh und Lucy, die in einem Verlag arbeiten und dort die Assistenten der Geschäftsführung sind, und sofort an ihrem ersten Tag, als die sich kennengelernt haben, sind die aneinander gerasselt und haben seitdem so einen kleinen Wettkampf und so ein gegenseitiges Miesmachen im Arbeitsalltag miteinander. Und dann gibt es in Aussicht eine Beförderung für einen von beiden. Und die beiden versuchen dann jeweils den anderen auszustechen und kommen sich dabei näher. Und ich weiß, dass Leseerlebnisse total subjektiv sind, und ich weiß nicht, was genau dieses Buch bei mir ausgelöst hat, aber das ist wirklich eins, was ich immer wieder lesen kann und immer wieder toll finde und immer noch das Gefühl, das kribbelige Gefühl beim Lesen habe und immer noch Lucy und immer noch Josh total toll finde. Und deswegen würde ich sagen, im Bereich Liebesroman ist The Hating Game bisher immer noch unübertroffen. Und dann die zweite Antwort ist Nevernight von Jay Kristoff. Ich habe die hier auf Englisch neben mir stehen. Da habe ich jetzt gerade Band 2 auch nochmal als Hörbuch gehört. Und Band 3 ist jetzt auf Englisch erschienen, Anfang des nächsten Jahres dann auf Deutsch. Und das ist im Fantasy-Bereich etwas, was alles in den Schatten stellt, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Ich finde das derart ungewöhnlich, dass das einfach viel Schatten wirft. Ich habe zu Band 1 der Nevernight-Trilogie schon eine Rezension gedreht, die ich euch ans Herz lege. Es geht um einen Rachefeldzug, um Assassinen, die ausgebildet werden in einer Schule, und man erlebt den Schulalltag. Im zweiten Band kommt eine Gladiatorenschule dazu und so weiter.
grandios, sehr ungewöhnliche Sprache, sehr ungewöhnliche Figuren. Es ist einfach nicht wirklich vergleichbar mit irgendwas, was ich in letzter Zeit im Fantasy-Bereich gelesen habe. Und deswegen würde ich sagen, passt es hier als Antwort. Frage 8 zum Strandkorb. In welche Geschichte konntest du dich fallen lassen? Ich habe dieses Fallen lassen sehr oft in Verbindung mit Animantrums Staubchronik von Lynn Rina erwähnt, also tatsächlich diese Formulierung benutzt. Das ist ein historischer Roman mit leichten Fantasy-Elementen und der Fokus ist schon auch eine Liebesgeschichte. Es geht hier nämlich um die junge Animant, die unter der Fuchtel ihrer Mutter lebt und die Mutter will am liebsten, dass Animant möglichst zügig eine gute Partie trifft und heiratet. Animant hat da überhaupt gar keine Lust drauf. Sie ist nämlich sehr versessen auf Bücher und Geschichten und Wissen und so weiter. Und ihr bietet sich dann die Chance, nach London zu gehen und dort als Gehilfin für einen Bibliothekar zu arbeiten. Dessen Ruf eilt ihm aber voraus. Das soll ein ziemlicher Griesgram sein, der schon einen ziemlichen Assistentenverschleiß hatte. Und Animant versucht trotzdem ihr Glück und das, was ich an dieser Geschichte so angenehm und komfortabel und gemütlich gefunden habe, ist tatsächlich Animants Arbeit in der Bibliothek. Es gab viele so Alltagsszenen, wo es darum geht, Bücher zu archivieren, wegzusortieren und so weiter. Ich verstehe total, wenn das die Tendenz hat, langweilig zu sein, aber für mich hatte das sowas so, hier kann ich mich niederlassen, ich kann diese Figur dabei beobachten, wie sie irgendwie so einen bibliothekarischen Alltag durchlebt und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und der Animant auch einfach sehr nah gekommen ist, bin. Aufgabe 9 zum Erlebnisbad. Erzähle von einem Buch, das ein großes, imposantes Setting oder sehr viele Charaktere hatte. Und ich wollte euch nochmal zu Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel ein bisschen was erzählen. Auch hierzu gibt es schon eine Rezension, in der ich sehr von dem Buch schwärme. Und dieses Buch hat beides, also sowohl ein imposantes Setting. Es gibt zwei Königreiche, in dem einen leben Fae und in dem anderen leben Menschen. Und dazwischen gibt es eine riesige Mauer, um den Frieden zwischen den beiden Völkern zu wahren. Dieser Frieden ist nämlich ziemlich instabil und es gibt natürlich in den beiden Königreichen auch noch unterschiedliche Settings. Es gibt abgefahrene Waldabschnitte, es gibt Städte, in denen es eher so politisch zugeht. Es gibt halt auch diese Mauer genau dazwischen und wer die Mauer bewacht und so weiter. Also es gibt interessante Settings, aber ich glaube, das Buch passt vor allen Dingen, weil es sehr, sehr viele Hauptfiguren gibt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wen ich von denen so am liebsten mag. Es gibt eine Figur, die in Band 1 relativ wenig auftaucht, die ich extrem interessant finde und gespannt bin, was diese Figur für einen Stellenwert in Band 2 bekommt. Magieflimmern ist ja gerade erschienen. Und ja, es gibt viele verschiedene Hauptfiguren, die ich alle unterschiedlich interessant fand. Ich fand die Figuren vor allen Dingen alle relativ authentisch und das beinhaltet für mich auch, dass sie teilweise nicht vollständig sympathisch waren. Ich habe zum Beispiel oft über eine Figur hier gehört, dass sie sehr unbeliebt ist und ich kann das verstehen. Die hat so Züge, die man unsympathisch finden kann. Ich fand die aber eben sehr, sehr authentisch. Und Menschen sind halt manchmal so, dass man sie nicht ausschließlich nett findet oder ausschließlich toll, sondern halt auch so, dass sie Macken haben. Aufgabe 10 zu Sonnenschutz 50+. Vor welchem Buch möchtest du andere warnen? Ich will jetzt auch nicht immer wieder von 21 Dunkle Begleiter von Wulf Dorn sprechen, weil das Buch einfach auch schnell irgendwie so aus meinem Gedächtnis verschwinden soll. Ich fand es jetzt nicht. Ich habe ja 2 Sterne vergeben, ich fand es nicht unterirdisch, aber es hat mir einfach auch nicht besonders gut gefallen. Und in meiner Antwort auf diese Frage mit der Warnung, ich will auch gar nicht so viel auf den Inhalt jetzt eingehen, ich habe seitdem ich das Buch gelesen habe nochmal viel über Triggerwarnungen nachgedacht. Und vor allen Dingen für Thriller, weil es ja potenziell in Thrillern immer irgendwie um
gewaltsame Themen geht und um potenziell traumatische Themen geht und potenziell traumatisierte Figuren und so weiter. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ob sich dann für Thriller überhaupt Triggerwarnungen anbieten oder so, weil ja eigentlich jeder davon ausgehen muss, der einen Thriller anfängt, dass dabei schwierige Themen auftauchen könnten. Aber ich habe dann auch gedacht, naja, also der Klappentext verrät ja einen gewissen Anteil der Geschichte. Es geht hier ja um eine Figur, die am Anfang der Geschichte eine Nahtoderfahrung macht, eine Weile lang ohne eigenen Herzschlag ist, reanimiert werden muss und in dieser Zeit, also diese Zeit ohne Herzschlag, aber nicht vergisst, also sich von außen wahrnimmt, so eine Nahtoderfahrung hat. Und ich fände es zum Beispiel komisch, dann dazu auch noch separat eine Triggerwarnung zu machen, weil das steht ja im Klappentext, die ganze Geschichte dreht sich darum. Und dann habe ich aber gedacht, naja, es gibt schon diese Geschichte, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet, den Umgang mit Suizid in dem Buch. Und der deutet sich in der Geschichte lange nicht an. Also weder im Klappentext noch im Verlauf der Geschichte so hat Suizid eigentlich einen großen Stellenwert. Das ist auch kein Spoiler, weil sozusagen das nicht zur großen Auflösung der Geschichte beiträgt, aber es kommt halt an zwei Stellen vor. Und der Umgang an dieser Stelle ist irgendwie so im Buch, dass ich das Gefühl hätte, da hätte man vorwarnen können und deswegen warne ich euch, wenn ihr mit dem Thema Suizid nicht so gut umgehen könnt, dann solltet ihr dieses Buch vielleicht nicht lesen. Aufgabe 11 zur Kühlbox. In welchem Buch herrschte eisige Stimmung zwischen einigen Charakteren? Oh ja, und welches Buch fehlt jetzt da? Nämlich Die Verlobten des Winters von Christelle Dabot, der erste Band des spiegelreisenden Quartetts. Ich finde mich derart geistreich, dass ich das ausgesucht habe, weil es natürlich auch um ein Setting geht, in dem es um eisige Kälte und Winter und so weiter geht. Wir verfolgen hier die Hauptfigur Ophelia, die in einer Welt lebt, die unserer ähnelt, also unserem Globus, aber der ist an einer Stelle an einem Zeitpunkt in der Vergangenheit zerrissen. Also ich stelle mir das vor wie unseren Globus und der hält noch so halb zusammen, aber zwischen den unterschiedlichen Teilen ist halt Luft und man kann auch von die unterschiedlichen Erdteile heißen Archen und man kann auch von Arche zu Arche fliegen, zum Beispiel mit Zeppelinen. Aber es hält halt nicht zusammen wie unser Globus, sondern eher so wie verstreute Teile. Ophelia wird dann aus politischen Gründen auf eine andere Arche geschickt, um dort einen Bewohner dieser anderen Arche zu heiraten. Die beiden sind erstmal verlobt miteinander. Und die Beziehung zwischen Ophelia und Thorn kann man durchaus als eisig bezeichnen. Und die Arche, auf der Thorn lebt, ist die Arche des Pols, auf der ist es auch noch eisig. Sowohl klimatisch als auch stimmungsmäßig zwischen den Bewohnern dieser Arche. Deswegen komme ich mir, wie gesagt, sehr geistreich vor, das als Antwort gewählt zu haben. Ich finde allerdings auch, dass solche eisigen Stimmungen zwischen Figuren total tolles Potenzial haben, ganz langsam aufzutauen und dann zu was anderem zu werden. Aber in diesem Buch ist die Stimmung definitiv eisig und man weiß überhaupt gar nicht was. Also man steckt in Ophelias Kopf und man weiß nicht so richtig, was der Thorn überhaupt denkt und fühlt und so weiter. Ich werde zeitnah Band 2 dann auch lesen. Vorletzte Aufgabe, nämlich Nummer 12, Schmelzendes Eis. Welches Buch musstest du in Windeseile verschlingen? Und da werde ich euch jetzt erstmalig von einem neuen Favoriten vorschwärmen. Mit einem kleinen Haken, der ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden und es steht auch noch nicht fest, ob der überhaupt übersetzt wird. Aber dieses Buch ist so wunderbar und ich hoffe, dass es übersetzt wird. Und für alle anderen von euch, die auch Englisch lesen, ich kann es euch total ans Herz legen. Und zwar spreche ich von Well Met von Jen DeLuca. Das war ein Buch, ein Liebesroman, den ich erst nicht auf dem Schirm hatte. Also der war nicht so wahnsinnig lange groß angekündigt. Und dann ist er mir, glaube ich, so im Frühsommer das erste Mal als Empfehlung begegnet. Und dann wurde er auf Goodreads immer weiter vorgeschlagen. Und immer mehr amerikanische Booktuberinnen haben Vorab-Exemplare lesen können und so weiter. Und so langsam baute sich bei mir Lust auf dieses Buch auf.
bis es am Ende kaum aushaltbar war, weil dann halt wirklich sehr ausführliche Rezensionen dazu erschienen sind, die das als Slowburn bezeichnet haben. Und ihr wisst es ja, ich liebe solche Slowburns, also Liebesgeschichten, die sich sehr langsam entwickeln und nicht, es ist am Anfang schon Lust da und dann müssen die beiden nur zueinander finden und so weiter. Das mag ich ja gar nicht. Und hier ist es tatsächlich genau überhaupt nicht so. Und es gibt tolle Figuren, ein tolles Setting und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. In Well Met geht es um Emily, die frisch getrennt ist und das war auch keine angenehme Trennung. Sie fühlt sich so sitzen gelassen und hat auch keine Vorstellung, was jetzt so richtig aus ihrem Leben werden soll. Und ihre Schwester hatte einen schweren Autounfall und Emily zieht dann zu ihrer Schwester und deren jugendlichen Tochter, um ihrer Schwester unter die Arme zu greifen. Und es kommt dann auch dazu, dass sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin auf einer Renaissance, auf einem Renaissance-Markt sich engagieren muss, damit nämlich ihre Nichte dort auch mitmachen darf. Das geht den ganzen Sommer über, erst proben die und dann wird dieser Markt halt tatsächlich durchgeführt, dann auch mit Besuchern und so weiter. Und der Mann, der diesen Renaissance-Markt organisiert, ist super grumpy, hat offensichtlich irgendein Problem mit Emily, korrigiert sie die ganze Zeit und so weiter und von da aus geht's dann los. Das Witzige ist nämlich dann auch, dass die Emily so eine Art Barfrau in diesem Setting des Renaissance-Markts spielt und er spielt einen Piraten. Und die beiden Figuren, die spielen, also diese Barfrau und der Pirat, die haben allerdings Chemie miteinander. Aber sobald der Renaissance-Markt geschlossen ist, gehen die beiden halt wieder zurück zu ihrem Rumgezicke, während dann halt den Tag über miteinander geflirtet wird. So ein tolles Buch und ein echter Slowburn. Und der Oliver ist so zum Anhimmeln und Dahinschmelzen. Also wirklich ein tolles Buch und ich habe es echt in Windeseile verschlungen. Und die letzte Frage, 13 zu Grillabenden. Welches Buch hatte den schönsten Ausklang? Und ich kann nichts anderes nennen als Crooked Kingdom von Leigh Bardugo bzw. Das Gold der Krähen, also Band 2 des Krähenduetts von Leigh Bardugo. Ich habe zuletzt nochmal an das absolute Ende dieses Buchs gedacht, also sozusagen die letzte Szene. Und es ist einfach so wunderbar. Also es geht ja in den beiden Büchern um 6 Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die sich zusammenfinden, um eine Art Überfall, Einbruch zu machen, um etwas zu klauen. Es spielt in einer Fantasy-Welt, in der es sogenannte Grisha gibt, die verschiedene Arten von Magie ausführen können. Und also diese 6 Figuren sind einfach unübertroffen, was so Figuren angeht. Also Figuren, die man einfach nicht loslassen kann, die immer, immer in meinem Herzen bleiben werden. Und ich verstehe die Kritik, dass es manchen zu sauber ausgeht. Aber ich habe das gebraucht. Und irgendwie alles, was dann in den letzten, keine Ahnung, 50 Seiten seinen Abschluss findet, ist wunderbar. Also ich habe irgendwie das Gefühl, damit kann ich total leben und will auch eigentlich gar nicht wissen, wie es den Charakteren jetzt geht, sondern ich friere die so in ihrem Ende ein. Und dann eben die letzte Szene war für mich Overkill und war das, worauf ich gewartet hatte und wunderbar. Das war's jetzt. Ich glaube, das ist einer der längsten Tags geworden, die ich so beantwortet habe. Aber es hat total Spaß gemacht, nochmal einfach buchige Fragen zu beantworten, zu überlegen, welche Bücher passen auf die Fragen, über welche Bücher habe ich vielleicht mit euch in letzter Zeit nicht so viel gesprochen oder noch gar nicht gesprochen. Ja, das war's. Ich finde, das war jetzt auch der letzte Zeitpunkt, den Sommertag machen zu können. Es ist heute wunderschönes Wetter draußen, also strahlend blauer Himmel und Sonne wie sonst was, aber es ist eisig kalt. Und es ist ja irgendwie erst Mitte September, aber ich habe das Gefühl, ich könnte mich einmummeln und ist eigentlich ganz schön. Also ich finde den Herbst fürs Lesen eigentlich fast am schönsten. Ja, aber das war jetzt der Sommertag. Ich denke, damit kann ich den Sommer auch abhaken. Und freue mich auf die Bücher, die im Herbst kommen und die Geschichten, die ich genießen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.